Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zur Regelerklärung von Berge des Wahnsinns. Ein kooperatives Spiel, das einen wahnsinnig macht. Von Rob Davio und Miguel Coimbra. Ja, worum geht's bei Berge des Wahnsinns? Ja, wir sind ein Forschertrupp und wir fliegen oder wir versuchen mit unserem kleinen Flugzeug hier von der Küste über die Felswand durch die Stadt am Rande des Wahnsinns vorbei die Fluchtroute hier zu nehmen und natürlich erfolgreich vom Spielplan herunterzufliegen. Und wie das Ganze passiert und wie das Spiel aufgebaut wird, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Ja, zuerst einmal, ihr habt schon gesehen, eine tolle Flugzeugminiatur. Die stellt ihr mal hier unten einfach unter die unterste Reihe. Da ist sie ganz gut aufgehoben für den Anfang. Zentrales Element ist diese Sanduhr, die genau 30 Sekunden läuft. Stellt ihr mal hier auf das Sanduhrfeld. Des Weiteren habt ihr hier Küstenblättchen. Diese Küstenblättchen mischt ihr einmal kräftig durch und verteilt die dann, ohne sie vorher anzugucken, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auf die entsprechenden Felder, auf denen Küste steht. Das übrige Blättchen legt ihr zur Seite. Das nehme ich dann nachher für die Erklärung. Das Ganze funktioniert auch genauso bei der Felswand. Auch hier wieder eines übrig. Bei der Stadt auch wieder eines übrig und nur am Rande des Wahnsinns sind es vier Blättchen, von denen eins genommen wird und bei der Flucht sind es auch mehrere Blättchen, von denen wir zufällig drei Stück ziehen. Des Weiteren legen wir den Strafwürfel bereit, mischen den Nachziehstapel an Ausrüstungsgegenständen in vier verschiedenen Sorten kräftig und legen ihn bereit. Wir haben zum einen Waffen, Bücher, Werkzeugkisten und Ausrüstung. Das Lustige ist, da steht immer was dabei. Gewehre, Konserven, elektrische Taschenlampen. Warum steht es da drauf? Ja, es gibt Wahnsinn, der uns befällt. Und da kann durchaus passieren, dass man nicht mehr sagen darf, um was für ein Typ von Karte es sich handelt, sondern nur noch das, was drauf steht. Des Weiteren gibt es Wundenkarten, die liegt ihr bereit auf diesen Stapel. Die Karten mit der grünen Rückseite, das sind Ruinen oder Funde oder Wissen. Die legen wir hier bereit. Arkane Ausrüstung, das sind 10er Karten, die legen wir auch bereit. Wir mischen den Wahnsinn der Stufe 1, 2, 3 und legen auch den bereit. Stufe 1 hat einen Ring, Stufe 2 hat hier schon zwei Ringe. Und ihr seht, ich bin schon so wahnsinnig, ich schmeiß schon mit Karten um mich. Und den Wahnsinn von Stufe 3. Des Weiteren gibt es noch ein Anführertableau. Das gebt ihr dem ersten Spieler, dem ersten Startspieler. Und zusätzlich kommen da noch 6 Anführermarker drauf. Jeder Spieler kriegt eine Spielertableau mit Rundenübersicht, die sind alle gleich, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, die sind wirklich alle identisch. Auf einer Seite sind immer Männer drauf, auf der anderen Seite sind Frauen drauf. Das heißt, ihr dreht euch das einfach, wie ihr es haben wollt. Ich baue jetzt hier mal so auf, als würden wir dieses Spiel zu dritt spielen. Man kann es von 3 bis 5 Spielern spielen. Die anderen kommen zurück in die Schachtel und dann gibt es hier noch so ein paar Blättchen, mit denen man gewisse Aktionen hier überdecken kann, die legen wir einfach am Spielfeldrand bereit. Seid ihr soweit fertig mit Aufbauen, dann geht es mit den Spielvorbereitungen los. Pro Mitspieler im Expeditionsteam nehmt ihr eine Verletzungskarte und legt diese auf den Ablagestapel. Weil Ziel des Spiels ist es nicht nur hier oben zu entkommen, sondern auch noch Punkte zu erhalten. Momentan starten wir mit 3 Minuspunkten, nämlich 1 Minuspunkt pro Mitspieler. Ja, Pluspunkte erhalten wir, indem wir hier Ruinen, Funde oder Wissen finden. Und das finden wir hier auf den Karten. Natürlich vorausgesetzt, wir haben genug Erfolge. Und wie jetzt so eine Runde aussieht, das zeige ich euch gleich. Jedenfalls, bevor es jetzt losgeht, kriegt noch jeder Ausrüstungskarten. Im Spiel zu 5 3 Karten, im Spiel zu 4 4 Karten und wir spielen zu dritt. Da erhält jeder Spieler 5 Karten.
Ihr teilt also jedem Spieler, ne, das war ja zu viel, 5 Ausrüstungskarten aus als Handkarten. Und im Spiel zu 5 erhält noch jeder eine Wahnsinnskarte Stufe 1. Im Spiel zu 4 jeder außer der Startspieler. Und im Spiel zu 3 keine Wahnsinnskarte. Hey, cool. Wir starten ohne Wahnsinn. Im Anschluss nimmt der erste Startspieler das Flugzeug und entscheidet, welches Feld er anfliegt. Ich entscheide mich für dieses Feld. Ich nehme das Blättchen an mich. Entweder ich lese noch den Flavortext oder ich starte direkt. Sobald ich starte, drehe ich die Sanduhr um. Dann habe ich 30 Sekunden Zeit, die Bedingungen zu erfüllen. Die Karten müssen hier auf das Schlittentableau gelegt werden, gemeinsam. Ich sage jetzt, wir brauchen 7 bis 9 Kisten. Ich habe 5, also wir brauchen noch 2 bis 4 Kisten und das war's eigentlich schon. Den Rest kann ich erfüllen. So, sobald ich hier die Karten drauflegt, darf man nicht mehr kommunizieren. Das heißt, wir sollten uns erst absprechen, bevor irgendjemand Karten auf das Schlittentableau legt. Ich lege jetzt also hier meine Karten in der Hoffnung, dass meine Mitspieler mich verstanden haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, keiner hat was Passendes oder sind nicht mit klargekommen mit meinen Aussagen. Dann check ich, sobald die Sanduhr durchgelaufen ist, haben wir Erfolg. Jetzt gibt es die Möglichkeit. Keinen Erfolg, ein Erfolg, 2 Erfolge. 7 bis 8 Bücher. Wir haben 8 Bücher. Perfekt. Erfolg. Kisten brauchen wir 7 bis 9. Wir haben nur 5, also Fehlschlag. Sobald wir einen Erfolg haben, bekommen wir die Belohnung. Das kann wie hier ein Fund, arkane Ausrüstung, ein Lob oder Suchen sein. Suchen bedeutet, wir dürften hier ein Blättchen umdrehen und für 30 Sekunden uns anschauen und merken. Lob bedeutet, einer der Anführer-Tokens, diese Scheiben, darf wieder zurück auf das Schlittentableau gelegt werden. Was die Scheiben bewirken, darauf gehe ich gleich noch ein. Dann gäbe es Ruinen oder Funde. Das sind Pluspunkte, die wir sammeln. Und in diesem Fall hätten wir jetzt einen Fehlschlag und einen Erfolg. Wir legen die gespielten Karten auf den Ablagestapel und jetzt muss ich als Startspieler dieser Runde entscheiden, nimmt ein Spieler eine Wahnsinnskarte oder würfel ich mit dem Strafwürfel? Ehrliche Meinung, Strafwürfel wollt ihr eigentlich nicht, weil entweder müsst ihr im schlimmsten Fall Anführerscheiben ablegen oder sogar 2 Verletzungen nachziehen und 2 Verletzungen sind 2 Minuspunkte, die man erst wieder rausbekommen muss am Ende. Das heißt, ihr werdet euch im Normalfall für den Wahnsinn entscheiden. In dem Fall nehme ich jetzt meinen Wahnsinn. Wahnsinn Stufe 1, weil ich habe noch keinen. Hätte ich schon Wahnsinn Stufe 1, würde ich Wahnsinn Stufe 2 erlangen und den Wahnsinn Stufe 1 weglegen. Genauso verhält es sich mit Wahnsinn Stufe 3. Dann gucke ich mir meinen Wahnsinn an und ich habe verborgenen Horror. Es könnte sich etwas unter dem Tisch befinden. Bevor ich welche Karten spiele, sehe ich dort nach. Das ist natürlich ein Wahnsinn, den sage ich niemandem. Den darf ich auch niemandem sagen. Und wann triggert der Wahnsinn? Immer wenn die Sanduhr läuft, bin ich wahnsinnig. Und hinterher tue ich so, als wäre ich doch der nette Mitspieler von nebenan. Ich weiß da nichts mehr von meinem Wahnsinn. Warum auch? Nein, alles gut. Jedenfalls, ich bin jetzt quasi durch. Ich habe meinen Wahnsinn genommen. Und jetzt bekommen wir noch Fund A. Tja, was können wir im Laufe des Spiels alles finden auf den Karten? Wir haben die Möglichkeit, bis zu 4 Ruinen zu finden. Wir haben die Möglichkeit, bis zu 4 Funde zu machen. Und am Rande des Wahnsinns erwartet uns auch Wissen. Egal welche diese Karten wir zu uns nehmen, wir haben dadurch einen negativen Effekt. Zum einen können wir manche Aktionen auf dem Anführerboard nicht mehr ausführen und zum anderen erhalten wir auch Wahnsinn. Nach Wahnsinn Stufe 1 kommt Wahnsinn Stufe 2 und nach Wahnsinn Stufe 2 natürlich Wahnsinn Stufe 3. Und desto wahnsinniger wir werden, desto schwieriger fällt uns natürlich die Kommunikation. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwelche Sprachprobleme haben, weil uns die Zunge am Gaumen festgeklebt ist. Oder wir plötzlich einen komischen Dialekt anwenden müssen oder irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Worte alles doppelt sagen, also alles doppelt sagen oder nur mit Ja und Nein, also Ja, 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 Nein, Ja. Super kodiert dann bestenfalls. Es wird dann wirklich, wirklich, wirklich schwer.
und es wird mit von Wahnsinn zu Wahnsinn schlimmer. Ich möchte da gar nicht so viel vorwegnehmen, aber sowas wie unklar. Ich nenne keine Zahlen und darf aber mehr oder weniger sagen. Also der Wahnsinn ist in diesem Spiel wirklich Programm und greift nach und nach um sich. Kommen wir jetzt noch genau hierzu, zu diesem Schlittentableau und zu den Anführermarken. Ich lege jetzt hier einfach mal Mittel aufs Spielfeld, damit man es auch sieht. Weil diese Anführermarken, wir haben in jeder Phase der Bewegung quasi die Möglichkeit, einen Anführermarker, hier einen von diesen Chips, auf die Seite zu legen vom Schlitten herunter. Das heißt, wir legen den dann neben das Spielfeld. Dafür haben wir in den verschiedenen Phasen des Spiels verschiedene Aktionen, die wir damit uns erleichtern können. In der Flugzeugphase, also in der Phase, in der wir mit dem Flugzeug weiterfliegen und da darf ein Spieler den Wahnsinn ignorieren, wenn wir quasi uns abstimmen, während die Sanduhr läuft. Des Weiteren wäre es möglich, in dieser Phase, in der wir kommunizieren, diese Phase um 30 Sekunden zu verlängern, das heißt die Sanduhr noch ein zweites Mal zu drehen. In der Auswertungsphase, also wenn wir auswerten, ob wir hier Erfolge erzielt haben auf der Karte, dann dürften wir, wenn wir den Strafwürfel werfen, diesen Würfelwurf wiederholen durch Abgeben eines Anführermarkers. In der Nachziehphase, also am Ende der Runde, werden gespielte Karten auf den Ablagestapel gelegt und dann zieht jeder wieder seine Handkarten auf und da haben wir die Möglichkeit, eine Handkarte mehr aufzuziehen und dann ist es möglich, irgendwann im Spiel werdet ihr sehen, hey, ihr habt da gar keine Marker mehr drauf. Dann ist es möglich, einen Anführermarker aus dem Spiel zu entfernen. Das heißt, der kommt zurück in die Schachtel. Und die restlichen Anführermarker macht ihr dann wieder auf das Schlittentableau. Im Anschluss mischt ihr den Nachziehstapel und so seht ihr, es kommen auch diese Verletzungen in den Stapel hinein. Und die wollen wir ja eigentlich nicht da drin haben, weil die verstopfen nur. Die Verletzungen haben aber den Vorteil, sie können ganz einfach mit auf das Schlittentableau abgelegt werden und dann gibt es eine Karte, da hat man die Möglichkeit tatsächlich die Verletzungen auch wieder loszuwerden. Darauf gehe ich gleich nochmal jetzt im Detail ein. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was ihr als Belohnungen erhalten könnt. Wie schon angesprochen, gibt es hier Funde oder es gibt Ruinen. Diese Funde und Ruinen bewirken, dass ihr Pluspunkte sammelt. Die braucht ihr am Ende des Spiels auch ganz bitter. Und ihr werdet natürlich wahnsinnig dabei. Des Weiteren gibt es hier noch arkane Ausrüstung. Arkane Ausrüstung sind diese 10er-Karten, die ich zu Beginn des Spiels seitlich abgelegt habe. Die werden dann auf den Ablagestapel gelegt und quasi beim nächsten Nachmischen mit in den Stapel gemischt. Des Weiteren gibt es Lob. Lob ermöglicht euch, dass ihr einen Anführermarker wieder zurück auf das Schlittentableau legen dürft. Und dann gibt es hier oben noch am Rande des Wahnsinns Wissen pro Erfolg. Und jetzt müsst ihr wissen, pro Wissen müsst ihr auch wieder Wahnsinnskarten nehmen. Das heißt, ihr habt da oben am Rande des Wahnsinns die wahnsinnige Entscheidung, wie taktiert ihr das aus? Wissen sind Pluspunkte, aber vielleicht könnt ihr keinen Wahnsinn mehr nehmen. Vielleicht habt ihr auch keine Möglichkeit mehr, Wahnsinnsmarken abzuwehren, indem ihr Anführermarker weglegt. Und dann kann es schon ganz schön knackig werden. Des Weiteren kommt auf der Fluchtroute noch das Problem, hier wird es ein bisschen einfacher. Allerdings können tatsächlich diese Symbole plötzlich die falschen Farben haben. Oder aber, was dann ganz schlimm ist, wenn manche Symbole, wie jetzt hier auf dieser Karte, doppelt vorkommen. Ja, entweder 4 oder 6 Waffen, 11 bis 6 Waffen oder 10 bis 12 Waffen. Ja, ihr könnt euch nur für eines entscheiden, eines wird immer falsch sein. Das heißt, drei Herausforderungen, ihr besteht nur eine. Stellt euch darauf ein, ihr werdet da oben noch wahnsinnig, beziehungsweise müsst Anführermarker abwerfen, um nicht zu verlieren. Wie verliert ihr? Ganz einfach, in dem Moment, wo ihr den letzten Anführermarker in die Kiste legt, seid ihr raus. Und noch etwas. Zur Erklärung. Wenn euch zum Beispiel beim, ihr erhaltet Wissen
oder ihr erhaltet Wahnsinn in Form einer Bonuskarte wie Ruine, Wissen oder Fund. Und es steht hier, ihr müsst einen Anführermarker abwerfen. Abwerfen bedeutet vom Schlittentableau neben das Spielfeld. Der kann wieder zurückkommen. Habt ihr aber keine mehr auf dem Schlittentableau drauf, dann werden die direkt in die Kiste gelegt. Quasi vom Ablagestapel neben dem Spielfeld direkt in die Kiste zurück. Und das ist knackig, das ist ganz schön schwer. Und das macht es dann tricky, tatsächlich noch durchzukommen. Bei Heilung, darauf bin ich eben noch gar nicht richtig eingegangen, habt ihr die Möglichkeit, eine Wunde aus dem Ablagestapel, nicht aus dem Nachziehstapel, sorry, auf den Ablagestapel herauszusuchen und diese wieder auf den Wundenstapel zu legen. Und damit macht ihr euch natürlich auch wieder, ja, ihr sammelt so auf diesem Weg Pluspunkte. So, das war eigentlich schon alles, was ihr zu diesem Spiel wissen müsst. Es kann natürlich passieren, dass euch der Mantel total einholt, eure Nachbarn nicht mehr mit euch reden wollen oder plötzlich wild in der Gegend rumgestikulieren. Das alles kann passieren und da möchte ich gar nicht so viel mehr vorwegnehmen. Wir hatten bislang sehr viel Vergnügen und das ausführliche Fazit zu diesem Spiel und vielleicht auch ein kurzes Let's Play oder ein paar Auszüge kann durchaus sein, dass wir die doch auf dem Kanal in Kürze bringen. Insofern macht's gut, viel Spaß und werdet nicht wahnsinnig. Werdet nicht wahnsinnig. Bis bald.